Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ich freue mich sehr, Sie heute Abend zu einem Vortrag begrüßen zu dürfen, der das völlig unwahrscheinliche Thema Recht und Kultur hat. Wie kann man nur auf ein so merkwürdiges Thema kommen? Aber es gibt Kollegen. Es gibt Kollegen, die auch in dieser Richtung schon einmal gedacht haben. Als ich Kollegen Hansen in Passau auf einer von ihm vorbereiteten und auch getragenen Veranstaltung kennenlernte, war ich fest entschlossen, ihn unbedingt zu einem Vortrag nach Bonn zu locken. Es hat sich am Ende herausgestellt, dass für ihn, der aus dem Rheinland stammt, aus Düsseldorf, ich werde jetzt natürlich in Details der Biografie sofort unmittelbar eintreten, wie Sie das erwartet haben. Das hatten Sie befürchtet. Unter gar keinen Umständen wir es würden vermeiden können und wollen, Herrn Hansen hier zu einem doch sehr für unser Kolleg zentralen Thema zu hören. Was ist daran eigentlich so aufregend? Ich habe hier nochmal ein Buch von Stefan Möbius und Dirk Quadflieg herausgegeben, mitgebracht, Kulturtheorien der Gegenwart, darüber hatten wir auch in Passau gesprochen gehabt. Ein wirklich faszinierender Schinken mit großartigen Beiträgen über die Größen von Robert N. Bella bis Huntington und Spivak, Homi Bhabha und jetzt nicht die 40 Räuber, aber Judith Butler und so weiter. Und nirgendwo in diesem wirklich riesigen, umfassenden Kompendium, das sich mit den Kulturtheorien der Gegenwart befasst, taucht überhaupt der Begriff des Rechts auf. Nicht nur die Gesellschaftstheorie hat das Recht in Vergessenheit gebracht, so gibt es einen Untergang des Rechts in der Gesellschaftstheorie, die Weber und Durkheim einmal hinter sich gelassen hatte. Auch die Kulturtheorien und die Kulturwissenschaften haben sich an diesem Verbrechen beteiligt. Das Recht aus ihrem Aufmerksamkeitshorizont zu verbannen. Zu sehen, ob es aber untergründige Verwandtschaften zwischen Kultur und Recht gibt, bis zur Gefahr einer Verwechslung hin, was uns umso mehr herausfordert, scharfe begriffliche Differenzierungen einzufügen. Hierzu wird nun heute Professor Hansen zu uns sprechen, mit einem Blick, der tatsächlich aus den Kulturwissenschaften kommt. Und and now I will speak in English with my humble capacities in order to make it understandable for some of our fellows who prefer to think and speak in English. Professor Hansen studied English and German language and literature at a very famous university you have been in touch with, the University of Bonn. In 1972, he obtained his doctorate degree some years ago in the field of American studies at the University of Düsseldorf with a thesis on Hermann Melville. I think I have the book with me, but it is perhaps not so important for the context we are talking about now. A habilitation, of course, is part of the normal career way of a German university man. This was in Essen. It is perhaps not so important in the details. But the University of Passau has been, for a longer while, the hosting place for his numerous publications and lectures that more and more were concentrated on something much more general than the American literature program or the cultural studies program of the year, how it is celebrated in the United States of America with the new historicism, with gender studies in the background and so forth. It went much more into the center of the notion of culture, culture embedded in a certain German tradition, if I understand right. And so, not only, but also one could say that, for example, the concept of institution, of collectivity and others, is playing a central role in his argumentation. Then, as you have learned by way of the invitation
flyer and the invitation round mail. Professor Hansen is also famous for something that is completely incredible and completely strange even for the German situation. If we would be in the States, everybody who has, not everybody, but a lot of people who are endowed with a certain fortune, they have to give it back to a public, to a community. And in Germany, you know, whenever you have tried to get some money from Haribo or someone else, even if you are a billionaire, it is rather difficult to get perhaps the small beers, even the beers, you won't get them. It's really hard, you know this, from the faculty. Professor Hansen is a complete exception because he is funding fellowships and stipends for 10 doctoral students per year. That is a lot, I would say, and we as a part of the scientific community, so much impregnated by public money and the lack of private initiatives, are very thankful for this gift that you make for the academic community, that we would like to celebrate you this evening, also for this extraordinary undertaking to help the science and to help young people to be curious and to be able to follow up their studies and their interests. Thank you very much for that, and thank you for coming to our university, to the center, Käthe Hamburger Kolleg Recht als Kultur, in order to make us learn from your experiences. Thank you so much for coming. Kultur und Kulturwissenschaft, I forgot to. Fourth edition, Kultur, Kollektiv and Nation, just in order. Das könnte müssen auch zeigen wegen des Fotos. Das ist meine Habilschrift. Die Habilschrift, das ist sehr wichtig. Das ist nämlich ein Selbstporträt. Und der Pullover ist auch selbst gestrickt. Auch selbst gestrickt damals. Das war damals so üblich. Das war damals so üblich. Aber wenn man die Bilder von 81 im Bundestag sieht oder in Frankfurt oder 82, 83 von Parteitagen der Grünen, dann sieht man doch auch, dass sie manchmal auch, und man hat es nochmal erfahren jetzt, ich möchte den Fall Cohn-Bendit aber nicht weiter kommentieren, dass auch manchmal etwas falsch gestrickt wurde. Ja, meine Damen und Herren, ich bin voll des Dankes, voll der Begeisterung, wie schön das hier alles ist. Meine Stiftung wurde erwähnt, ich könnte da viel drüber berichten, kann ich vielleicht später tun, denn ich war ein hinterlistiger, ein hinterhältiger Stifter, weil ich habe nicht nur, die Universität steht da mit dem offenen Sack und da soll man es reintun. Und dann habe ich gesagt, das tue ich auf keinen Fall. Wenn, dann bestimme ich, wofür das Geld ausgegeben wird. Und das war dann gar nicht mehr so interessant. Und insofern bin ich von meiner Heimatuniversität Passau auch sträflich behandelt worden, obwohl ich ja der große Stifter bin. Ich erzähle ein Detail. Ich hatte nie ein Büro und dann hat man für mich dann ein Herrenklo umgebaut, indem man die Urinale abgemacht hat. Es war noch durchgehend gekachelt. Also ich saß in einer Nasszelle sozusagen und jetzt bin ich es leid, jetzt verlasse ich Passau und habe mit der Universität Regensburg Verhandlungen aufgenommen und Herr Geppert versucht jetzt mich nach Bonn zu locken. Er soll es ruhig mal versuchen, wollen wir mal gucken, was ich davon habe. Also Stiftung ist auch eine ganz komische Sache, wenn man selbst noch bestimmen will, was mit dem Geld gemacht wird. Ja, Recht, Moral und Kultur. Moral habe ich noch dazu getan. Ich möchte ganz grundsätzlich theoretisch herangehen, aber keine Angst, ich werde es mit konkreten Beispielen würzen. Also, Recht, Moral, Kultur.
haben eine deutliche Gemeinsamkeit, ganz allgemein gesehen, nämlich sie steuern menschliches Verhalten. Sie fördern bestimmte Handlungen und unterdrücken andere. Das Recht sagt mir, du sollst nicht betrügen. Die Moral sagt mir das Gleiche. Die Moral sagt mir, du darfst nicht klonen oder sowas. Die Moral sagt mir vielleicht, leih doch deinem Bruder das Geld, wo es ihm so schlecht geht und so weiter. Und die Kultur, die sagt mir, reiche bei der Begrüßung deine rechte Hand und drücke sie mittelfest. Das sind die Gemeinsamkeiten. Jetzt aber die Frage, auf dem Boden dieser Gemeinsamkeiten, was ergeben sich für Unterschiede? Gibt es überhaupt Unterschiede? Können wir nicht Recht und Moral unter Kultur subsumieren? Die erste wissenschaftliche Definition von Kultur, die wir haben, tut das. Der englische Ethnologe, ich bin auch altmodisch, ich arbeite mit Folien. Können wir irgendwo drehen? Wo ist unser Techniker? Ne, da können wir. So. Kann das lesen? Ja. Gut. Also, das ist Edward Tyler in seinem Buch Primitive Culture von 1872. Der schreibt, Kultur ist, Zitat, im weitesten ethnografischen Sinne der Inbegriff von, jetzt kommt eine Aufzählung, Wissen, Glauben, Kunst, Moral, Gesetz, Sitte. Und jetzt wird das zusammengefasst, und allen übrigen Fähigkeiten und Gewohnheiten, welche sich der Mensch als Glied der Gesellschaft angeeignet hat. Also, wir haben hier zwei Teile, einmal eine Aufzählung und dann wird der Grundmechanismus herausgearbeitet, der aufgezählten Phänomene, und dieser Grundmechanismus heißt Habit, heißt Gewohnheit. Genau, das wird dann noch differenziert. Und zwar eine Gewohnheit, die der Mensch als Glied der Gesellschaft innehat. Also kürzen wir ab und sprechen von Social Habits oder kollektive Gewohnheiten oder habitualisierte Handlungen, wie auch immer. Das ist wohl die tragende bis heute Definition von Kultur. Kultur besteht aus kollektiven Gewohnheiten. Ich nenne das gerne Standardisierung, aber egal was für einen Begriff man nimmt, es sind Gewohnheiten. Jetzt aber sehen wir, dass Tyler zu den kollektiven Gewohnheiten auch Moral und Recht hinzunimmt, das heißt, er unterscheidet nicht. Der Urvater des ethnologischen Kulturbegriffs macht also keinen Unterschied, was für Völkerkundler die archaische Völker beschreiben, sinnvoll ist. Das geht aber theoretisch nur so lange gut, wie der Kulturbegriff ausschließlich eben auf Social Habits beschränkt wird. Sobald man mehr hinzunimmt, zum Beispiel Funktionen, was haben Gewohnheiten für Funktionen, dann funktioniert es nicht mehr. Aber beantworten wir zunächst die Frage, wie Gewohnheiten Verhalten steuern. Mit Gewohnheiten beschäftigte sich die anthropologisch ausgerichtete Philosophie des frühen 20. Jahrhunderts. Mir ging heute so durch den Kopf, die Moderne war angebrochen und man musste die Welt jetzt erklären, ohne Religion, ohne Gott, ohne ein vorgegebenes Universum und auch ohne Vernunft irgendwie. Und da hat man Anleihen bei der Verhaltensforschung, bei den Biologen, sich geholt, und die gehen vom Instinkt aus. Der Instinkt ist das Lebewesen Antreibende, und jetzt hat man gesagt, für den Menschen geht das nicht nur, da brauchen wir mehr, und dann ist man auf die Gewohnheit gekommen. Am Anfang steht vielleicht der französische Soziologe Gabriel Tarde mit seinem Buch von 1890, Les lois de limitation.
Hauptforschung zum Gewohnheitsbegriff wurde in Amerika geleistet durch den Psychologen William James, den Pädagogen John Dewey und dem Nationalökonomen Thorsten Veblen, den übrigens kein Mensch kennt, das ist ein toller Denker, großartig. Und schließlich, der ist auch ziemlich in Vergessenheit geraten aufgrund seiner falschen politischen Einstellung, Arnold Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Der spricht zwar nicht von Gewohnheiten, der nennt es Institutionen, er meint aber eigentlich Gewohnheiten. Sie sehen, hier ist ein bisschen im Bruch, er kommt recht spät, ist aber voll eigentlich, muss man ihn einordnen, in die Zeit von 1920 und um den Dreh. Er gehört also noch zu der Anthropologie des frühen 20. Jahrhunderts und der frühen Moderne. Die Genannten sind sich einig, dass Gewohnheiten das Leben erleichtern, indem sie, wie William James als erster zeigte, Routine stiften. Beispiel, das habe ich von Jesus, der bringt immer Gleichnisse, ich bringe nur Beispiel. Nach dem morgendlichen Aufstehen muss ich einige Handlungen ausführen. Kaffee kochen, Brötchen aufbacken, Müsli-Vorbereitung, Zeitung aus dem Briefkasten und so weiter und so weiter. Jetzt könnte ich mich hinsetzen und mit wissenschaftlicher Akribie überlegen, welche Reihenfolge am sinnvollsten ist. Während der Kaffee noch brüht, könnte ich ja schon und so weiter, aber wenn ich mit der Zeitung, dann sind die Eier, der Eierkocher klingelt dann, dann ist das auch nicht schlecht. Also ich könnte mir viel Mühe machen, in welcher Reihenfolge soll ich sinnvollerweise vorgehen, aber das tue ich gar nicht. Ich stelle, wie Gehlen das nennt, die Sinnfrage gar nicht. Was tut man so früh am Morgen? Sowieso nicht gerne. Also entscheide ich mich willkürlich für irgendeine Reihenfolge und diese wird dann zu einer Gewohnheit und alle Probleme sind verschwunden. Ich habe Routine, der Ablauf des Frühstücks ist automatisch. Die Sinnfrage, so Gehlen, wird nicht mehr gestellt. Vielleicht ist sie auch gar nicht je gestellt worden. Gewohnheiten helfen uns, so sagt er, Zitat, die Sinnfrage zu suspendieren. Daher, Zitat, seien tiefen Entscheidungen im Alltag selbst. Also ich mache das automatisch, stecke die Brötchen auf den Toaster. Ich denke gar nicht mehr drüber nach, vielleicht hätte sie erst den Kaffee anwerfen sollen. Es geht automatisch. Gehlen, der die scharfsinnigste Kulturtheorie verfasste, meiner Meinung nach, geht so weit, dass er habitualisierten Handlungen Motiv und Zweck abspricht. Sie hätten sich verselbstständigt, wären zu einem Zitat Selbstwert im Dasein geworden, würden, besonders interessantes Zitat, unbeschadet der Tauglichkeit zum Endzweck ausgeführt. Ich mache sie, weil ich sie immer gemacht habe. Ich überlege mir nicht, ist das die zielführendste Art der Handlung? Er spricht von Eigenwertsättigung der Gewohnheiten. Oder Gewohnheiten sind Handlungen ohne Bewusstsein, sowohl was die Motivation betrifft, als auch das Ziel. Das macht den Unterschied zum Instinkt aus. Die Anthropologen oder die Verhaltensforscher, die hatten folgende einfache Theorie: Das Tier hat bestimmte Fähigkeiten mitbekommen und diese Fähigkeiten sind auf eine bestimmte Nische in der Umwelt ausgerichtet. Weil der Hund so eine gute Nase hat und so weiter, findet er mit Hilfe dieser, stirbt er dann nicht aus. Und beim Menschen ist das eben nicht, der ist weltoffen, wie Gehlen das sagt, und der ist nicht von den Instinkten her zielgesteuert. Der behilft sich mit Gewohnheiten. Soweit waren wir bisher noch bei den individuellen Gewohnheiten. Mein Frühstücksbeispiel ist individuell. Jetzt bei kollektiven Gewohnheiten
und nur sie machen Kultur aus, kommt noch ein gewichtiger Faktor hinzu. Beim Individuum, mein Frühstücksbeispiel, ist der Motor der Gewohnheit die Wiederholung. Bei kollektiven Gewohnheiten, wie zum Beispiel beim Händeschütteln zur Begrüßung, ist ein zweiter Motor zugeschaltet, nach Tarde jener der Nachahmung. In meinem Umfeld frühstückt man entweder Marmeladebrötchen oder Müsli. Eins davon mache ich nach, wodurch sich eine Verstärkung von außen ergibt, die Gehlen, Zitat, Soll-Suggestion, ganz toller Ausdruck, finde ich, oder Außensteuerung nennt. Meine Frühstücksreihenfolge ist allein meine Angelegenheit, aber die Frühstücksvariante Marmeladebrötchen ist durch die Nationalkultur gedeckt. Als Deutscher frühstücke ich keine Heringe wie in Norwegen und keine Kartoffeln mit Soße wie in Russland. Bei habitualisierten Kollektivhandlungen gibt es keine persönliche, gerade im Moment der Handlung aufkommende, die Handlung sozusagen anstiftende Motivation. Dass ich zur Begrüßung die Hand meines Gegenübers ergreife, geht für Gehlen nicht auf ein Primärbedürfnis zurück, sondern ich handle halbbewusst, unreflektiert, vielleicht sogar automatisch. Habe ich schon? Ja. Deshalb sagt Gehlen, die Motivbildung unseres Verhaltens wird aus dem inneren Felde der Bedürfnisanspannungen und Motivkonflikte heraus ins Äußere verlagert. Also nicht individuelle Motivation. Ich gebe dem nicht die Hand, weil ich unbedingt irgendwie mich gedrängt fühlen, was zu tun, sondern das wird von außen heraus gesteuert. Es wird ins Äußere verlagert, in die Kollektivität, weil das eben alle tun. Louis auch. Um 1890 fand eine Renaissance des Kulturbegriffs statt, die, wie Sie an meinem Vortrag sehen, vielleicht bis heute anhält. Bei dieser Wiederbesinnung blieb die Definition Social Habits bestehen, die aber angereichert wurde. Zum einen semiotisch, man erkennt die symbolische Seite der Habits, das Händeschütteln ist ja auch eine Symbolik. Zum anderen konstruktivistisch, indem sehr naheliegend die Konstruiertheit der Gewohnheiten betont wird. Warum geben wir uns die rechte Hand? Wir können auch die linke Hand geben, wir können alles möglich machen, wir können uns voreinander verneigen und so weiter. Das ist konstruiert. Von der Renaissance des Kulturbegriffs wurde Gehlen nicht zur Kenntnis genommen, doch seine Ergebnisse wurden sozusagen neu entdeckt. Hören wir den führenden Geist dieser Renaissance, Clifford Geertz, der sagt, Kultur ist ein Symbolsystem, das ist das neue Symbol, das darauf zielt, starke, umfassende und dauerhafte Stimmungen und Motivationen in den Menschen zu schaffen, indem es Vorstellungen mit einer solchen Aura von Faktizität umgibt, dass die Stimmungen und Motivationen völlig der Wirklichkeit zu entsprechen scheinen. Also, was sagt er hier? Kollektive Gewohnheiten, das ist der erste Punkt, motivieren die Menschen zu bestimmten Handlungen. Stimmungen, Motivationen im Individuum werden erzeugt. Genau wie bei Gehlen handelt es sich also nicht um individuelle Primärbedürfnisse, sondern sie sind überindividuell und von außen kommend. Diese Fremdmotivationen sind stark und dauerhaft. Warum? Weil sie sich als Wirklichkeit tarnen.
weil sie sozusagen als Wirklichkeit daherkommen. Wir können uns das am einfachsten klar machen mit dem Begriff Normalität. Das Händeschütteln zur Begrüßung ist normal, weil alle es tun. Das Normale kommt mit der Wucht mehrheitlicher Kollektivität daher. Und genau das meint Goertz mit der Formulierung, wunderbare Formulierung, Aura von Faktizität. Was sich da als Wirklichkeit tarnt, ist natürlich ein Konstrukt. Und insofern bezeichnet Goertz Kultur auch als, Zitat, selbstgesponnenes Bedeutungsgewebe. Kultur konstruiert ja über die Symbolhaftigkeit auch Bedeutungen, die zwar kein System bilden, aber doch irgendwie zusammenhängen. Deshalb hat er diesen Begriff im Deutschen Gewebe genommen. Da uns die Bedeutungen vertraut sind, halten wir sie für normal und wirklich. Also die Gewohnheit wird daher die Wirklichkeit. Ich halte das für die einzige Art, jemanden zu begrüßen, indem ich ihm die Hand gebe. Die Folgen 30, ich bin immer noch bei der Renaissance des Kulturbegriffs ab 1980 und bin bei den Veränderungen. Einmal das Semiotische kommt hinzu, dann das Konstruktivistische kommt hinzu. Die folgenreichste Veränderung war aber die Erweiterung des Kulturträgers. War zu Zeiten der klassischen Ethnologie Kultur immer auf Stamm, Sippe, Volk, Land oder Nation bezogen, also auf ethnische Einheiten, wurde jetzt das Kollektiv, jedes Kollektiv, kulturfähig. Nehmen Sie die Neuprägung Unternehmenskultur oder das schon ältere, der ältere Begriff Subkultur. Auch diese Begriffsverwendungen beinhalten Gewohnheiten. Unternehmenskultur sind die Gewohnheiten, die in diesem Unternehmen eben gelten, und die Subkultur hat auch bestimmte Gewohnheiten. Bisher, wenn das Wort Kultur fiel, dachte man an ethnische Kollektive. Wenn meine Tischnachbarin punkten wollte, sagte sie, ich interessiere mich für fremde Kultur. Und ich wusste sofort, dass sie mit Dr. Tigges in der dritten Welt unterwegs ist. Die Entethnisierung des Kulturbegriffs ab 1980 vollzog sich zunächst unbewusst. Und ich habe dann versucht, das Falsche, mit diesem Buch, wo im Kollektiv, da steht noch Nation, aber ich bin eigentlich dagegen, dass man weiterhin von nationaler Kultur spricht. Also in diesem Buch habe ich versucht, aus der unbewussten Veränderung eine bewusste Veränderung zu machen und eine Art Kollektivforschung ins Leben zu rufen. Die Kulturwissenschaft sieht anders aus, wenn man sie nicht auf ethnische Einheiten einhängt, sondern vom Paradigma Kollektiv ausgeht. Das fängt mit einer anderen Sichtweise auf das frühere Paradekollektiv, Volk, Sippe, Stamm und so weiter. Da fängt es schon an. Wenn jede denkbare Gruppierung, Jäger, Schwaben, Golfspieler, Cola-Trinker, Vegetarier, Standardisierungen, also kulturelle Merkmale oder Gewohnheiten besitzen, dann ist jede Nation, jedes Volk, jedes Land ein polykollektives Gebilde und damit, ohne einen einzigen Ausländer zu benötigen, ein multikulturelles Gebilde. Mit der Einheit der Nationalkultur ist es dann vorbei. Und es wird auch Zeit, dass das mal endlich vorbei ist. Auch für mein Thema ergeben sich Konsequenzen. Wenn Kultur nicht mehr auf große Einheiten wie Völker, Staaten, Nationen bezogen wird, können Recht und Moral nicht mehr unter Kultur subsumiert werden.
Der Kulturbegriff, wenn man ihn auf Kollektive bezieht, wird kleinteilig. Und Recht und Moral brauchen eigentlich einen größeren Rahmen. Das Recht wird von Staaten erlassen. Die Moral, ja, die ist vielleicht für die ganze Menschheit verbindlich. Beides gehört nicht auf die Ebene von Golfspielern oder Vegetariern oder Cola-Trinkern. Mit dem kollektivierten Kulturbegriff ist die Gemeinsamkeit von Recht, Moral und Kultur vorbei. Nächster Schritt. Welche neuen Erkenntnisse fügt die Kollektivforschung, wenn man jetzt nicht mehr nur die ethnischen Kollektive nimmt, sondern jedes Kollektiv, dem Wissen von Gehlen und Goertz hinzu? Der Mensch erscheint nicht mehr nur als Einzelwesen, sondern als in Kollektive verwoben. Wichtig ist außerdem, dass diese Verwobenheit des Individuums nicht auf ein einziges Kollektiv beschränkt ist, wie beim alten Kulturbegriff der Fall, sondern sich auf viele bezieht. Das Individuum ist multikollektiv. Ich bin nicht mehr nur Deutscher, wie beim alten Kulturbegriff, sondern Katholik, Bayer, Vegetarier, CDU-Wähler, Beamter und Dackelbesitzer. Das sind alles Beispiele, die auf mich nicht zutreffen, außer Beamter. Ja. Ich habe auch keinen Dackel. Meine Multikollektivität verschafft mir eine Art additive Identität, wobei mich jedes Element der Addition mit meinen Mitmenschen verbindet. Individuelle Identitäten sind hinsichtlich der speziellen Addition einmalig, aber, und das ist irgendwie paradox, aber doch schön, vielfach integrierend. Ich verstehe mich mit Dackelbesitzern gut, ich verstehe mich mit Vegetariern und so, ich bin trotzdem eine einmalige Mischung. Wenn man so ansetzt, müssen Begriffe wie Individualismus völlig neu überdacht werden. Und dieser Kollektivansatz passt wunderbar zur Soziologie der Identität. Da ist ja auch einiges passiert. Eichelplasch, Rademacher haben ein schönes kleines Büchlein herausgegeben. Die sprechen von Bastelidentität. Das ist meine Addition. Mit dem Bastel, ich weiß nicht, ob man die so schnell umbasteln kann. Also Identitäten sind nicht statisch, aber man kann sie nicht innerhalb von 2 Tagen wechseln, glaube ich. Ulrich Beck spricht von, Zitat, Bausätzen biografischer Kombinationsmöglichkeiten. Also Sie sehen, die Kollektivforschung passt auch zu Ansätzen, wie sie die Soziologie bereithält. Doch über meine Multikollektivität habe ich einerseits Verbindungen, ich treffe einen anderen auch mit dem Dackel und hoffe, dass sich die Hunde dann gut vertragen, aber auf jeden Fall habe ich ein gemeinsames Thema, aber ich habe auch Feinde und Rivalen, denn durch die Befolgung von Gewohnheiten ordne ich mich einerseits Kollektiven zu, andererseits grenze ich mich von ihnen ab. Ich habe also immer eine Gleichzeitigkeit von Inklusion und Exklusion. Durch die Taufe gehöre ich zur katholischen Kirche, was mich von der evangelischen ausschließt. Durch meinen Verzicht auf Fleisch sondere ich mich von der großen Mehrheit meiner fleischfressenden Mitmenschen ab. Wie in diesem Beispiel ist Exklusion oft das eigentliche Movens. Man spricht dann mit Bourdieu von Distinktion. Das ist ein ganz wichtiger Begriff jetzt für die Kulturwissenschaft. Distinktion, ganz entscheidend. Ich mache Ihnen das klar am Beispiel Jugendmode. Das Gruselkabinett jugendlicher Textilien möchte sich vor allem von der Erwachsenenmode absetzen. Ostentativ will man anders sein und gegen die Prinzipien sinnvoller Bekleidung verstoßen. Diese Prinzipien sind Passform, ordentlicher Zustand und Bequemlichkeit.
Jetzt verstehen Sie, warum Jugendliche Löcher in der fleckigen Hose haben, warum sie den Schritt tiefer legen, was die Fortbewegung erschwert. Gehlen verwies auf die Irrelevanz des Zwecks bei Gewohnheiten, erkannte aber nicht, dass doch ein Zweck verfolgt wird, nämlich die Distinktion. Der gehbehindernde Schritt in Kniehöhe dient der Distinktion, nicht so sehr der Fortbewegung. Dient der Exklusion wie der Inklusion. Also Inklusion, ich gehöre zu diesen coolen, lästigen Typen. Exklusion, ich habe mit den Gruftis nichts mehr zu tun. Zurück zum Ausgangsproblem. Endlich wird es. Der Abgrenzung von Recht, Moral und Kultur. Ein Ergebnis haben wir bereits gewonnen. Alle drei bewerkstelligen die Verhaltenssteuerung auch über Gewohnheiten. Aber worin unterscheiden sie sich? Sehen wir uns die Antwort eines Philosophen und eines Juristen an. Das ist der Philosoph Stemmer. Der hat ein Buch geschrieben über Normativität. Er unterscheidet zwischen Normen auf der einen und Konventionen auf der anderen Seite. Konvention ist die Seite der Kultur, Normen ist die Seite der Moral. Und er sagt, Normen sind soziale Regeln, die durch Sanktionen konstituiert sind. Es gibt sie nur, wo es eine Sanktionsinstanz gibt, die Sanktionen anzudrohen und zu verhängen mag. Die Konstitution durch Sanktionen unterscheidet Normen von den verwandten, aber andersartigen Phänomenen der Konvention und der Standards. Das wäre also die Seite der Kultur. Die Konstitution durch Sanktionen ist also für die Normen typisch nicht, aber für die Regeln der Kultur. Ihr Müssen ist nicht sanktionskonstituiert. Das stimmt nur, wenn man es auf die Existenz einer Sanktionsinstanz einengt. Insbesondere, wenn man darunter eine institutionalisierte versteht, trifft das zu. In der Tat, Kultur und Moral kennen keine Sanktionsinstanz. Sie kennen weder Richter noch Staatsanwalt. Ebenso gibt es kein quantifiziertes Strafmaß. Dennoch ist der Bruch einer kulturellen Standardisierung, einer Gewohnheit, keinesfalls sanktionsfrei. Umso mehr der Bruch einer moralischen Vorschrift. Wenn ich bei einer Einladung im Kollegenkreis dem Hausherrn den Wein, die Weinflasche aus der Hand nehme, mir einen Schluck genehmige und diese Verkostung dann mit dem Urteil sauer abschließe, folgen Sanktionen, das ist wohl selbstverständlich, nach Art und Schwere besteht eine gewisse Offenheit, ich kann sofort rausfliegen, ich kann aber auch, und das ist sicher, ich werde von zukünftigen Einladungslisten sehr wahrscheinlich gestrichen. Also so ist es nicht. Und es kann ja auch nicht so sein, wenn die Gewohnheit Normalität bedeutet, dann benimmt sich derjenige ja nicht mehr normal. Und dann muss ich ja was unternehmen. Und wenn ich hinter seinem Rücken sage, geht's. Jetzt nehmen wir einen Juristen. Wie definiert er den Unterschied von Kultur und Recht? Den Strafrechtler Hassemer. Er konzidiert zwar die Existenz von Sanktionen, hält sie aber aufgrund mangelnder Präzision für wirkungslos. Ich zitiere aus seinem Buch Strafe muss sein von 2006. Sanktionen sind eine Antwort auf die Verletzung sozialer Normen, aber sie sind schwach formalisiert, schwierig vorherzusagen und deshalb schlecht zu kontrollieren. Und er unterscheidet zwischen rechtlichen und sozialen Normen, und das sind hier die sozialen Normen, das ist also die Seite der Kultur.
Und er meint also, es gibt zwar Sanktionen, aber die sind nicht formalisiert, die sind nicht eindeutig definiert und also meint er, sind sie wirkungslos. Und das stimmt auf keinen Fall, wie Sie an meinem Beispiel von eben vielleicht wahrnehmen können. Dann sagt er weiter, also hier, er meint, die Juristerei zeichnet sich durch Präzision aus, durch Genauigkeit, das ist eine These, die man immer wieder hört. Und er sagt, soziale Normen sind wolkige Gebindete, nur schwach formalisiert, vage definiert. Ihre Ränder sind verschwommen, ihre Transportmedien sind nicht verlässlich, ihre Inhafte sind wechselhaft, ihre Felder sind riesig und nicht genau abgegrenzt. Das ist zwar stilistisch schön, aber sachlich vollkommen daneben. Denn kulturelle Gewohnheiten haben Exaktheit, haben Präzision. Und für Gehlen ist das sogar eine Voraussetzung, dass sie überhaupt funktionieren können. Unsere Begrüßung per Handschlag ist exakt präzise festgelegt, welche Hand man nimmt, wie weit der Sprechabstand ist, wo man hinguckt, wie fest man drückt, wie lange man drückt und so weiter und wie oft man pumps, heißt es im Englischen, wie oft man schüttelt. Alles ist reguliert, vollkommen präzise. Also darin kann der Unterschied nicht bestehen und bei der Moral ist das ist auch präzise. Ich weiß genug, ich weiß genau, was ich zu tun habe, wenn der Bettler in der Fußgängerzone sitzt. Ich muss ihm was geben, ich weiß auch genau, wie viel ich ihm geben muss, nämlich mindestens 1 Euro, aber nicht mehr. Also auch selbst das ist quantifiziert. Und insofern kann man nicht sagen, die Kultur ist wirkungslos, weil sie unpräzise ist. Sie ist weder unpräzise noch ist sie wirkungslos, sie ist oft sogar wirkungsvoller als das Recht. Also, kulturelle Standardisierung sind genauso wirksam wie Gesetze und oft sogar wirksam. Kultur und Moral, soweit sind wir uns einig, wirken durch Gewohnheit. Das Recht hingegen, so die verbreitete Behauptung, wirke durch seine Genauigkeit und durch die Sanktionsinstanz. Es fragt sich aber, ob nicht auch Recht durch Gewohnheit wirkt. Werden denn nicht auch Gesetze freiwillig befolgt, sozusagen aus Gewohnheit? Nicht nur im Bereich Kultur, sondern auch im Recht überwiegt die gewollte vor der erzwungenen Handlung. Normalerweise morde ich nicht, weil ich die Strafe fürchte, sondern weil sich die Frage gar nicht stellt. Mord und Totschlag gehören nicht zu den normalen Handlungsoptionen. Die durch Gewohnheit gestützte Normalität, in der ich lebe, lässt es gar nicht erst zu, eine solche Sinnfrage zu stellen. Auch bei dieser Gewohnheit ist die Sinnfrage suspendiert. Insofern komme ich gar nicht an den Punkt zu überlegen, ob ich den Kollegen X umbringen soll, obwohl er es verdient hätte. Der amerikanische Rechtssoziologe Michael Barkin, wie er sich ausspricht, stellt in seinem Buch Law Without Sanctions folgende verblüffende These auf. Gesetze sind immer unnötig. Denn die normalen Menschen verhalten sich auch ohne sie gesetzeskonform. Und die Kriminellen werden mit Hilfe von Gesetzen nicht in Schach gehalten. Also für beide Gruppen sind sie verzichtbar. Das hat irgendwie hat das was für sich. Gut, beim Parkverbot und Gentlemen, Things, da ist das vielleicht etwas anderes. Bilanzieren wir das bisherige. Wir haben 3 Kriterien betrachtet und auf ihre Tauglichkeit als Unterscheidungsmerkmal überprüft. Gewohnheit, Sanktion
Präzision bzw. Formalisierung. Unser Ergebnis, keines der Kriterien taugt zur Unterscheidung. In allen drei Bereichen finden wir alle drei Kriterien. Kultur und Moral verfügen über Gewohnheit, Präzision und Sanktionen und auch im Recht, das so stolz ist auf Präzision und Sanktionen, herrscht Gewohnheit. Wir müssen uns nach anderen Kriterien umsehen. Nur die Formalisierung dürfen wir anerkennen. Sie ist allein auf das Recht beschränkt. Es wäre aber falsch, aus ihr eine größere Wirksamkeit abzuleiten. Betrachten wir doch mal etwas ganz anderes, nämlich die Entstehung. Und zwar unter einer Alternative von geplant und ungeplant. Recht, nur deshalb findet Verschriftlichung statt, wird absichtsvoll, zielgerichtet und mit Mühen geschaffen. Was sich von Kultur und Moral nicht sagen lässt. Sie wachsen. Man sagt es schön, es ist organisch gewachsen, aber mit dieser Metapher gibt man eigentlich nur zu, dass man nicht weiß, wo sie herkommen. Standardisierung, Gewohnheiten kommen aus der Tiefe einer kollektiven Kommunikation, die sich nicht mehr rekonstruieren lässt. Also sollte man Kultur und Zivilisation unterscheiden. Kultur wäre ungeplant, Zivilisation gewollt und bewusst und absichtsvoll geschaffen. Wenn man der Zivilisation ein Streben nach praktischem Nutzen zuspricht, so gibt es keinen größeren Gegensatz als Kultur. Anders als Zivilisation ist Kultur willkürlich, zufällig und immer wieder bar jeder Pragmatik. Sie kann dem Menschen genauso nützen wie schaden. Warum sitzen wir Weihnachten unter einer nadelnden Tanne? Sie ist ein hohes Kulturgut, aber entsetzlich unpraktisch. Leicht entflammbar und mühevoll zu entsorgen. Warum gerade eine Tanne, wissen wir nicht und wollen es auch nicht wissen, denn die Sinnfrage ist suspendiert. Zivilisation stellt aber die Sinnfrage und beantwortet sie. In den meisten Fällen wissen wir nicht, wo kulturelle Gewohnheiten herkommen. Meistens kommt man über Hypothesen nicht hinaus. Man vermutet, der Weihnachtsbaum war ein germanisches Fruchtbarkeitssymbol. Was hilft uns dieses Wissen? Selbst wenn es zuträfe, stellen wir den Baum heutzutage nicht auf, damit Mutti wieder schwanger wird. Demgegenüber lässt sich die Entstehung der Paragraphen im BGB exakt nachvollziehen. Sie wurde geschaffen, indem die Sinnfrage gestellt wurde. Während Kultur sie suspendiert, diskutiert das Recht die Sinnfrage. Die Gesetze, welche der Gesetzgeber erlässt, sind seiner Ansicht nach die besten Antworten auf die jeweilige Sinnfrage. Mehr noch, das Recht ist innerhalb der Zivilisation insofern vorbildlich, als es sich von Rechtsfragen und Prinzipien leiten lässt. Daher ist es systemisch. Reflektiert, geplant und systemisch sind Kultur und Moral nicht. Wenn man den skizzierten Unterschied zwischen Kultur und Zivilisation macht, ist Recht zusammen mit Medizin und Technik der Höhepunkt der Zivilisation. Das war das Unterscheidungskriterium Entstehung. Jetzt können wir ein anderes ausprobieren. Das Kriterium Funktion. Besitzen Moral, Recht, Kultur unterschiedliche Funktionen? Die der Kultur haben wir bereits ergründet. Sie konstituiert Kollektive, die sich durch Gewohnheiten unterscheiden. Die jeweilige Kollektivzugehörigkeit wird dem Individuum entweder als Schicksal zuteil oder von ihm freiwillig gewählt. Meine Nationalität ist erst einmal Schicksal, meine Mitgliedschaft in einem Tennisclub ist freiwillig. Über die Kollektive findet das Individuum Teilidentität. Kultur dient mithin zum einen der Kollektivierung, Schaffung von Kollektiven, und zum anderen der individuellen Identitätsbildung.
Demgegenüber üben Moral und Recht eine ganz andere Funktion aus. Was Sie betrifft, bilden Moral und Recht eine Einheit. Sie regeln menschliches Zusammenleben. Über Geh- und Verbote kanalisieren Sie die alltägliche Interaktion zwischen Individuen und versuchen einen Ausgleich der verschiedenen Interessen. Kultur hingegen lebt, wenn auch nicht ausschließlich, von Rivalität. Inklusion wird ja über Exklusion erreicht. Moral und Recht dämmen Rivalität ein. Kultur ist, was die Interaktion betrifft, völlig beliebig. Erinnern Sie sich an mein Beispiel von dem eingeladenen Professor, der aus der Flasche den Wein trinkt. Und ich gebe Ihnen dazu ein weiteres Beispiel, wenn sich Jugendliche, sagen wir, Lehrlinge bewaffnet mit einem Kasten Bier hier vorne vor dem Haus zum Grillen treffen, stellen Sie vor, einer brächte ein Bierglas. Ich würde sofort gefragt werden, was denn mit dir? Und wenn er dann sagen würde, ich möchte ihn aus der Flasche trinken, dann wäre was los. Das ist Ihnen wohl klar. Sie haben also dieselbe identische Handlung aus der Flasche trinken. Einmal positiv, einmal negativ. Also, in Deutschland ist beides möglich. Es wird so sanktioniert und so sanktioniert. Und das heißt, dass Kultur auf Kollektive bezogen ist und eben Inklusion durch Exklusion praktiziert. Dadurch, dass ich aus der Flasche trinke, bin ich bei den seriösen Erwachsenen out und bei den coolen Jugendlichen in. Es geht also nicht um die Handlung selbst und ihren praktischen Nutzen, sondern um ihren symbolischen Kollektivwert. Es geht darum, dass sie von den Kollektiven wahrgenommen wird. Damit stehen wir vielleicht vor dem meiner Ansicht nach wichtigsten Unterscheidungskriterium der Kollektivität. Wie verhalten sich Moral, Recht und Kultur zu ihr? Sie kommt in zweierlei Hinsicht zum Tragen. Eine Regelung geht einerseits initiativ von einem Kollektiv aus und bezieht sich andererseits auf andere Kollektive. Eine starke Lobby eines Verbandes, beispielsweise der Pharmaindustrie, drückt ein Gesetz durch, das dieser Industrie nützt. In diesem Beispiel haben wir die Initiative und den Bezug, also den Vorteil, die Initiative und den Vorteil bei ein und demselben Kollektiv. Das ist wohl eine Perversion des Rechtsgedankens. Kommt zwar oft vor, aber so ist es, glaube ich, nicht gemeint. Im Bereich Kultur ist das Miteinander von Kollektiventstehung und Kollektivbezug zwangsläufig. Kultur dient ja der Distinktion und schafft Unterscheidung. Unterscheidung aber ist der erste Schritt zur Diskriminierung und zur Ungleichbehandlung. Ich könnte böse sagen, Kultur will diskriminieren. Das ist nur ein schärferer Begriff für Inklusion durch Exklusion. Ich ziehe die Mitglieder meines Kollektivs den Mitgliedern eines anderen vor. Ich bin überzeugter Katholik und verkehre deshalb nur marginal mit Protestanten. Kultur besteht aus Kollektivsolidarität, die immer auch ein wenig zum Kollektivegoismus tendiert. Bei der Moral, bei der ja Kollektiventstehung und vor allem Distinktion eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, ist das anders. Natürlich werden die Regeln der Sittlichkeit auch in einem, wenn auch vagen Kollektiv entstanden sein, aber nicht, damit es sich von anderen Kollektiven unterscheidet. Bei der Moral liegt der Schwerpunkt auf den Inhalten und auf Prinzipien wie Gleichbehandlung, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Der Altruismus der moralischen Handlung ist von jedem Kollektivegoismus frei. Vom Ansatz her sind Kultur und Moral deshalb Gegensätze. Kultur ist
kollektivierend, Moral ist transkollektivierend. Das Recht, und das ist mein letzter Gedanke, kann in der Praxis beide Wege gehen, den der Kultur und den der Moral. Den Weg der Kultur hat mein Lobbybeispiel schon vorgeführt. Die Kollektiventstehung ist bei Gesetzen immer der Staat, aber was er erlässt, muss nicht der eigenen Bevorzugung dienen. Der Staat kann Gesetze erlassen, die hehren Prinzipien dienen. Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie gehen insofern von unterschiedlichen Fundamenten des Rechts aus. Die einen sehen den Staat als Verursacher, die anderen führen seine Entstehung auf Prinzipien zurück und sprechen von Natur- oder Vernunftrecht. Beides ist möglich. Mit den Begriffen der Kollektivforschung beschreibe ich den Unterschied so: Recht ist entweder kollektivierend, und dann ist es nicht ars boni et equi, also die Kunst des Guten und des Gerechten, oder es ist transkollektiviert. Im ersten Fall verfährt es wie die Kultur und dient Kollektivinteressen. Im zweiten verfährt es wie die Moral und überwindet Kollektivabhängigkeiten. Meine Damen und Herren, ich hasse eigentlich Grafiken, aber dank charmanter weiblicher Hilfe habe ich auch eine zustande gebracht, mit der ich schließen möchte, damit sie mich nicht für absolut altmodisch hält. Wie immer sind viel zu viele Informationen auf so einem Blatt, deshalb hasse ich es eigentlich. Und deshalb müssen wir es leider auch durchgehen. Heuristiker, Vorsicht, Sie können andere Meinung sein, es ist nicht die Wahrheit, es ist nur ein Vorschlag. Kultur. Was ist die Funktion? Kollektive und individuelle Interessen. Kollektive und individuelle Interessen kann das Recht, auch wenn es kein gutes Recht ist, haben wir da eine Gemeinsamkeit. Und hier haben wir eine Übereinstimmung, das richtige Recht, das ich Prinzipienrecht nenne, das ist so ähnlich wie die Moral, denn es will Interessensausgleich. Hier habe ich Kollektivierung, Interessen. Interessensausgleich habe ich Transkollektivierung. Das hier, die Distinktion, ist eine Funktion. Die Gleichbehandlung für die Moral ist eine Funktion. Es ist formalisiert und das unterscheidet das Recht ja sowieso. Das ist ein weiteres Unterscheidungskriterium. Die sind alle unformalisiert und die sind formalisiert. Jetzt kommt die Entstehung. Ungeplante Entstehung, ungeplante und hier geplant, geplant, zu Recht ist immer geplant. Und dann, wie setzt es sich durch? Und da haben wir eigentlich die Gleichheit. Hier, das ist das Einzige, das Unterste ist das Einzige, was von der zu Eingang behaupteten Gleichheit und Übereinstimmung von Recht, Moral und Kultur übrig geblieben ist. Damit bedanke ich mich für Ihre große Geduld.